Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Sehr wahrscheinlich zu einem neuen Full Day of Eating. Vielleicht wird es auch ein Food Day, vielleicht nehme ich euch morgen auch noch mit. Aber Tendenz ist nur heute, ich entschuldige mich für mein Aussehen. Ich bin heute irgendwie nicht ganz fit. Wir haben es auch schon 10:30 und ich lag bisher eigentlich nur im Bett. Ich habe gefrühstückt und ja, habe mich danach wieder ins Bett gelegt. Das war's. Meine Haare sind auch heute schon wieder. Ist jetzt 2 Tage nach dem Haarewaschen. Und ich weiß nicht, was das hier soll. Aber das ist egal. Ist egal. Ich verlasse heute nicht so viel das Haus. Genau, vorab wie immer einmal der Disclaimer. Seht dieses Video bitte nur als Inspiration und Motivation und vergleicht mein Essverhalten nicht mit eurem Essverhalten. Dadurch, dass es mir nicht so gut geht, versuche ich heute relativ viele Vitamine reinzubekommen, weil es ist nicht der erste Tag, wo es mir nicht so gut geht. Ich habe seit ungefähr 3 Tagen das Gefühl, dass ich eine Erkältung habe, die nicht so richtig rauskommt. Und heute ist so der erste Tag, wo ich auch den Morgen nach dem Aufstehen extrem viel gehustet habe, meine Augen einfach gedreht haben. Deswegen gibt es als Vormittagssnack jetzt bei mir eine Banane, um ein paar Vitaminchen reinzubekommen. Und genau, ich denke, ich werde gleich mal versuchen, eine kleine Runde spazieren zu gehen. Manchmal hilft frische Luft auch ein bisschen. Ja, zeige euch vorher noch dann kurz mein Fit, welcher nichts Besonderes ist, aber irgendwie ist es zur Tradition geworden, deswegen zeige ich euch einfach noch mein Fit. Werde jetzt aber erstmal die Banane essen, genau, und melde mich dann gleich wieder bei euch. Und das ist jetzt mein Fit für heute oder mein Fit zum Spazierengehen, wie auch immer wir es nennen wollen. Ich habe meine Converse Plateau Shucks in, das ist so ein Grauton, dann habe ich eine alte fliederfarbene Shorts. Wie nennt man die? Jogginghose, kurze Jogginghose, whatever, wieder gefunden. Meine Lieblings-Sweatshirt-Jacke und dann drunter habe ich so ein gecropptes, ja, obwohl es ein bisschen länger, aber ein gecropptes Top an. Und dann habe ich noch eine Cap auf. Die ist, so, könnt ihr die sehen? Jetzt könnt ihr die sehen, die ist von H&M. Ich mag die richtig, richtig gerne. Ich bin übrigens auch ein Cap-Mensch, also sehr oft, wenn ich spazieren gehe, habe ich eine Cap auf. Genau, das ist jetzt mein Fit, das wird auch der Fit, glaube ich, der Rest meines Tages sein. Ich glaube, dass ich mich umziehen werde. Einfacher Schlabberlook, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich irgendwie ja, das Gefühl habe, dass ich erkältet werde oder halt allgemein erkältet bin, laufe ich immer rum wie so ein, ja. Ihr wisst, was ich meine. Genau, deswegen, irgendwie habe ich auch, das ist super witzig gerade. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Farben matchen alle miteinander und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die matchen überhaupt nicht miteinander. Aber es ist mir egal. Ich gehe nur eine Runde spazieren. Die Leute können sich denken über mich, was sie wollen. Das interessiert mich nicht. Genau, deswegen gehe ich jetzt erstmal eine kleine Runde spazieren und melde mich dann später wieder bei euch. So, wie unschwer zu erkennen, bin ich mittlerweile von meinem Spaziergang wieder zurück. Ich habe wirklich eine super kleine Runde gemacht, weil ich während des Spaziergangs extreme Kopfschmerzen bekommen habe. Deswegen lag ich auch bis eben gerade wieder im Bett. Aber ich habe euch versprochen, dass ich in meinem nächsten Full Day of Eating die Kekse, die Haferflocken, Erdnussbutterkekse mit euch backe. Deswegen werde ich das jetzt auch tun. Ich habe die Zutaten gerade schon rausgelegt und zeige euch die jetzt auf jeden Fall gleich mal. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich sehe so fertig aus. Ich habe das Gefühl, meine Augen sind richtig rot. Deswegen mache ich heute auf jeden Fall einen entspannten Tag, damit ich hoffentlich morgen wieder fit bin und das nur so ein kleiner Ausrutscher ist. Aber wie gesagt, einmal hier die Zutaten, der Überblick. Wir brauchen sowohl Mehl als auch Haferflocken. Entweder Zucker oder halt irgendwie sowas in Richtung Ahornsirup, Honig oder so. Ich bin gerade noch am überlegen, ob ich das mit Zucker mache oder mit Honig. Dann braucht ihr Erdnussbutter, Backpulver. Ich habe mich für Schokodrops noch entschieden, weil eigentlich sollten ja, so gehackte Erdnüsse mit rein, die habe ich einfach vergessen. Und da braucht ihr auch noch Pflanzenmilch, die habe ich gerade vergessen rauszuholen. Aber das sind erstmal so die Basics, die ihr braucht. Und genau, dann würde ich sagen, versuchen wir das jetzt mal zusammen zu backen. Ich hoffe, ich finde gleich einen guten Kamerawinkel, weil das ist so der Pain in meiner Küche. Ich kann hier keine guten Rezepte filmen und das nervt mich so. Sonst hättet ihr schon viel mehr Input von solchen Dingen bekommen. Aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. So, ich denke, ihr seht das so ganz gut. Zuerst brauchen wir erstmal Mehl und zwar 80 Gramm. Und zu dem Mehl kommen dann gleich die Haferflocken und das Salz und das Backpulver. So, das sind 80 Gramm Mehl. Dann brauchen wir 60 Gramm Haferflocken. Ich habe jetzt zarte Haferflocken genommen. Wenn ihr es ein bisschen gröber wollt, könnt ihr natürlich auch grobe nehmen. Ein bisschen mehr, aber das ist nicht schlimm.
Genau, dann brauchen wir ungefähr einen Teelöffel Backpulver. Ihr könntet alternativ auch Natron nehmen, da braucht ihr natürlich weniger. Aber es sollte im Groben wenigstens ein Teelöffel Backpulver sein. Ich mache ein bisschen mehr rein, hier ist nichts mehr drin. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Je nachdem, ob ihr quasi, eure Erdnussbutter oder euer Erdnussmus gesalzen ist oder nicht, könnt ihr halt mehr oder weniger nehmen. Also wenn ihr jetzt gesalzene Erdnussbutter oder Erdnussmus verwendet, dann ein bisschen weniger, dann reicht eine Prise Salz. Ansonsten könnt ihr ruhig ein bisschen mehr hinzugeben. Ich werde das jetzt einmal, ich mache das allgemein immer so, kleiner Tipp an euch, bei trockenen Zutaten lasse ich, bevor ich die nächsten Zutaten hinzugebe, die immer einmal alle miteinander verrühre. So wie zum Beispiel hier, wenn das Mehl ein bisschen klumpiger ist, dann habt ihr das Problem anschließend nicht mehr. Und auch beim Backpulver, dann ist das halt immer gut verteilt. So. Ich denke, das können wir so lassen. Jetzt kommt quasi das Erdnussmus, die Pflanzenmilch und eure Süßungsvariante hinzu. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich Honig nehmen soll oder Zucker. Der Unterschied ist, wenn ihr quasi Zucker nehmt, da braucht ihr ein bisschen mehr pflanzliche Milch. Wenn ihr halt sowas wie Ahornsirup, Honig oder so nehmt, dann braucht ihr halt weniger. Ich denke, ich mache das heute einfach mal mit Zucker. Dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen mehr Milch stattdessen dann verwenden. Ihr braucht quasi am Ende, wenn ihr das mit Ahornsirup oder Honig macht, braucht ihr nur 30 ml im pflanzlichen Milch oder halt normale Milch. Und wenn ihr das mit Zucker oder so macht, dann braucht ihr halt mehr. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Aber es sollten trotzdem 80 Gramm oder halt irgendwie 80 ml an Süßung sein. Also ich wollte jetzt quasi 80 Gramm Zucker reingeben. Im Groben. Dann rühre ich das eben nochmal um, weil das wieder eine trockene Zutat war. Und da bin ich gespannt. Ich werde wahrscheinlich allgemein ein bisschen mehr pflanzliche Milch brauchen, weil ich verwende jetzt Erdnussbutter, die ich vergessen habe, quasi umzurühren am Ende. Das heißt, die ist, ich zeige euch das einmal, ein bisschen härter. Genau. Aber wir werden mal sehen, was wir daraus machen können. Deswegen werde ich das jetzt erstmal machen, bevor ich das Erdnussmus bzw. die Erdnussbutter hinzugebe, dass ich erstmal ungefähr so 60 ml Milch schon mal hinzugebe. Das heißt, die doppelte Menge wie die, wenn ihr braucht, die ihr bräuchtet, wenn ihr quasi einen flüssigen Süßstoff hinzugeben würdet. Das heißt, wir machen ungefähr mal 60. Okay, sind jetzt 75 geworden, nicht so schlimm. Und rühren das schon mal miteinander um. Weil normalerweise ist es ja gerade so, wenn ihr vor allem, wenn ihr Erdnussmus oder so verwendet, dass es ja auch nochmal eine gewisse Feuchtigkeit hat. Dadurch, dass ich jetzt eins verwende, was relativ trocken ist, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich einfach ein bisschen mehr Milch brauche. Aber auch hier schon mal der Hinweis, ich werde euch natürlich die Zutaten nachher alle einmal in die Infobox schreiben. Aber ich finde, von der Masse her sieht das ansonsten bisher schon mal sehr gut aus. So, und da braucht ihr ungefähr 100 Gramm Erdnussmus, Erdnussbutter. Das ist natürlich wieder euch komplett freigelassen. Ihr könnt das auch mit Mandelmus oder so machen und das Ganze in eine andere Richtung vom Geschmack her damit quasi lenken. Okay, die Erdnussbutter ist echt hart. Das Gute ist, ich habe halt auch noch eine andere. Vielleicht mixe ich die, dass ich ungefähr 50 Gramm von dieser hier nehme und 50 Gramm von der anderen, weil die hier schon sehr trocken ist. Aber wir gucken mal. Vielleicht mache ich sonst nachher auch einfach einen Schuss Öl ran, wenn das so nicht funktioniert. Ich versuche gerade mal so die feuchtesten Stellen quasi noch rauszukratzen. So, drückt mir die Daumen. Ich glaube, das wird ganz gut tatsächlich funktionieren.
Ich werde das jetzt mal eben in Ruhe verrühren und dann nehme ich euch gleich weiter mit. Das sieht mittlerweile gar nicht so schlecht aus. Ich habe die Erdnussbutter bisher ganz gut untergerührt bekommen. Ich überlege gerade, ob ich noch... Ich kann das ein bisschen schwer einschätzen von der Konsistenz her, ob ich vielleicht noch einen Schuss Milch hinzugebe. Ich denke, das werde ich noch machen. Bevor die Schokorubs reinkommen, sonst kann ich die wahrscheinlich nicht mehr gut unterrühren. Ich denke, das reicht auch schon. Und dann geben wir einfach noch ein paar Schokorubs hinzu. Die wiege ich, also ja, die Waage ist gerade an, aber die wiege ich nicht ab, sondern das mache ich immer einfach nach Gefühl. Dann kann das heute reichen. Also mit die auch nochmal unterzurühren. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Und das rühre ich jetzt eben noch fertig unter und dann portionieren wir das Ganze einmal zusammen. Ich werde da jetzt auch das erste Mal Cups ausprobieren. Ich habe diese hier, die habe ich mal bei Ikea gekauft. Und dann machen wir das quasi, dass wir immer einen so einen Löffel nehmen und dann quasi wieder aus dem Cup rausholen. Das ist schon feucht. Ich glaube, es vielleicht ein bisschen zu feucht ist. Aber zumindest räumen wir dann erstmal Kügelchen und packen immer eine Kugel aufs Backblech. Meine Hände sehen so eklig aus, ne? Guckt euch das mal an. Aber das gehört zum Backen dazu. Also mich stört ja sowas zum Beispiel überhaupt nicht. Es gibt ja Leute, die ekeln sowas richtig an. Aber für mich ist es einfach ein Teil, der zum Backen dazu gehört. Gerade wenn man Kekse und sowas backt. Und quasi, ich mache immer einfach diesen hier. Ich roll die immer einfach. Und dann packe ich sie aufs Blech. So, das sind jetzt 9 Stück. Ich wasche jetzt mal eben kurz meine Hände. So sehen die 9 jetzt fertig aus. Ich habe noch ein bisschen Teig über. Das heißt, ich werde noch ein zweites Blech gleich machen. Also hier sind noch ein paar drin. Genau, was ich euch vorher vergessen habe zu sagen, natürlich den Backofen vorheizen. Ihr müsst ihn auf 180 Grad bei Ober-Unterhitze vorheizen. Das war jetzt unnötig. Aber ja, manchmal habe ich es früher... Manchmal habe ich das Gefühl, ich rede auch einfach kompliziert, unnötig kompliziert. Genau, und jetzt habt ihr die Bällchen quasi. Und da nehmt ihr euch wieder, dann nehmt ihr euch wieder einen Löffel und versucht die quasi so ein bisschen platt zu drücken. Was zählt, ist ungefähr, dass ihr darauf achtet, dass die Cookies quasi gleich dick sind, damit die halt von der Backzeit ungefähr alle gleich lange brauchen. Wir lassen es so, auch wenn die beiden da ein bisschen kleiner sind, packen die jetzt erste Runde in den Ofen, damit dann anschließend quasi auch noch, ja, ich denke, es werden 2 oder 3 weitere Cookies. Und genau. Ich habe gerade den Teig probiert, weil ich meinen Finger abgeleckt habe und oh mein Gott, Leute, ich könnte das so weglöffeln. Das ist so krass lecker. Oh. Also ich glaube, die Cookies werden 10 von 10, eher 12 von 10. Zumindest sind die ersten jetzt im Ofen. Die müssen für 12 bis 15 Minuten in den Ofen. Kamerawinkel arbeiten wir nächstes Mal nochmal dran. Ich glaube, es wäre cooler, wenn ihr vielleicht zwischendurch mal mein Gesicht seht. Aber okay, wir lernen alle auch nur dazu. Wenn ich die nächsten forme, nehme ich euch, glaube ich, nicht mit, weil ich habe euch den Prozess ja gerade schon gezeigt. Wir machen auf jeden Fall später noch den Live-Taste-Test zusammen. Und ich werde mir dann, wenn ich die anderen Cookies fertig gemacht habe und in den Ofen geschoben habe, auf jeden Fall auch direkt Lunch machen, weil ich echt hungrig bin. Wir haben es, glaube ich, auch schon 11:45. Genau, und da würde ich sagen, melde ich mich das nächste Mal, wenn ich mir was zum Mittagessen mache.
Oder vielleicht zeige ich euch vorher noch einmal kurz die Cookies, wie ich sie aus dem Ofen geholt habe, wie sie dann aussehen. Ja, sorry für die komischen Winkel heute. Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder richtig neben der Spur, aber ist okay. Wir sind alle nur Menschen, keiner ist perfekt. Reminder auch an euch, wenn ihr mal einen Tag habt, wo es euch vielleicht nicht ganz so gut geht, wo ihr ein bisschen durcheinander seid, ein bisschen wirres Zeug redet, das ist okay. Wir haben alle solche Tage, ihr seid damit nicht alleine, ihr müsst euch dafür nicht schämen. Ja, dabei überlasse ich es jetzt. Und zum Lunch habe ich mir jetzt erstmal 2 Scheiben Toast mit Hummus gemacht. Ihr kennt's, das ist der Kürbishummus mit Gurke. Ich werde demnächst auch mal neue ausprobieren. Ihr habt ein paar Tipps in meinem letzten Video in den Kommentaren gelassen. Werde ich auf jeden Fall mal testen und euch da mitnehmen. Und hier bekommt ihr schon mal einen kleinen Sneak Peek von den Cookies. Ich finde, die sehen so gut aus. Man sieht sehr eindeutig, dass diese 3 ich nachträglich gemacht habe. Ich habe da ein bisschen anders versucht zu formen. Aber irgendwie muss ich sagen, also klar, dass vorhin dieser hier, der gibt so diesen klassischen Cookie-Vibe, aber ich finde die doch ist irgendwie ästhetischer. Also ja, die sehen unperfekt aus, aber ich finde es cool. Ich mag sie lieber. Genau, da machen wir auf jeden Fall später den Live-Taste-Test. Die müssen jetzt noch ein bisschen abkühlen und ich werde mir jetzt erstmal meinen Toast schmecken lassen. Und ich habe mir jetzt noch eine Joghurtbowl gemacht mit Himbeeren, gepufften Dinkel und gepufften Quinoa. Ich habe unter den Joghurt allerdings noch ein bisschen Proteinpulver gerührt. Nicht wegen Protein, sondern weil das ist so ein Sojajoghurt Natur und ich kenne den nicht. Aber ich habe den eben probiert und der hat wirklich nicht viel Geschmack. Um halt ein bisschen Geschmack zu haben, habe ich Proteinpulver noch untergerührt und das werde ich mir jetzt erstmal noch schmecken lassen. So, ich habe mir jetzt gerade noch einen Cappuccino gemacht und wir probieren jetzt selbstverständlich die Kekse zusammen. Ich bin wirklich super gespannt. Ich habe jetzt einfach gerade mal 2 Stück beiseite gelegt. Ich denke, wir brechen jetzt einfach einmal zusammen auf. Das sieht mal sehr fancy aus. Ich bin super gespannt. Yes! Leute, die sind richtig geil. Die sind von außen so leicht knusprig, aber so ein bisschen härter. Und drin aber so richtig geil, weich. Und die Schokodrops waren so eine gute Idee. Ich finde die Konsistenz richtig geil. Ich wollte überlegen, ob es vielleicht auch cool wäre, das nächste Mal vielleicht nur mit Haferflocken zu arbeiten oder vielleicht das genau umzudrehen mit 80 Gramm Haferflocken und 60 Gramm Mehl. Aber ich bin eigentlich echt super zufrieden. Je nachdem, wie lange ihr die natürlich auch backt, könnt ihr variieren, ob ihr sie ein bisschen fester wollt oder ein bisschen mehr chewy, auch je nachdem, wie dick oder dünn sie macht. Ich habe sie jetzt ja, wie ihr seht, ein bisschen dicker gemacht, weil ich sie ein bisschen chewy haben wollte. Auf jeden Fall große Empfehlung. Ich werde euch die Zutaten alle nochmal in die Infobox schreiben. Werde mir die jetzt auf jeden Fall erstmal noch schmecken lassen und melde mich später wieder bei euch. So, ich wollte mich nochmal ganz kurz melden, um mal wieder ein Thema mit euch anzusprechen. Und zwar wollte ich gerne nochmal über das Thema Größen reden. Sprich, was ist, wenn man aus seinen Klamotten rauswächst, wenn man sich neue Klamotten kaufen muss. Also ich einfach aus dem Grund, weil ich halt weiß, wie schwer es mir damals fiel oder wie schwer es mir auch Anfang des Jahres fiel und jetzt vor ein paar Tagen hatte ich nochmal so einen kleinen Struggle. Also ja, deswegen dachte ich, rede ich da einfach nochmal ganz kurz mit euch drüber. Und zwar, ich habe letztes Wochenende meine ganzen Gymklamotten aussortiert und da bin ich super ehrlich, das war so ein Part, wo mir das mal wieder super schwer fiel, weil ich einfach irgendwie mit diesen Klamotten auch so viele Erinnerungen verbinde und es hat so ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein ganz kurz gekratzt, weil das halt so... Ich weiß nicht, irgendwie, ich liebe halt meine Gymklamotten, so, ich habe mit, wie gesagt, mit den ganzen, ich habe damit so viele schöne Erinnerungen geschaffen und ja, es war halt irgendwie schwer zu akzeptieren, dass mir Größe S nicht mehr passt und gleichzeitig wusste ich halt aber, also wenn ich die Klamotten nicht ausmisste, also die liegen sowieso nur im Schrank rum, warum behalte ich die noch, wenn ich die sowieso nicht anziehe? Und ich habe mir ja teilweise schon neue Sachen gekauft gehabt, in denen ich mich halt auch viel wohler fühle, weil die in S halt einfach so eng sind, dass es dann alles pressbrustmäßig quasi aussieht. Und ja, zusätzlich passen mir meine ganzen langen Hosen halt auch nicht mehr. Also ich habe irgendwie 3 oder 4 Hosen, die ich mir vor 2 Monaten oder 3 Monaten oder so gekauft hatte, die ich quasi noch passe.
Aber das sind jetzt irgendwie auch nicht so die Alltagshosen. Das hört sich jetzt komisch an, aber zum Beispiel die eine, die ist schon so ein bisschen extravagant, sage ich jetzt einfach mal. Die kann man dann auch nicht bei jedem Wetter anziehen. Ja, und da war ich am Anfang der Woche immer los, neue Hosen mir zu kaufen. Und ich hatte wirklich super Glück. Ich habe einfach 4 neue Hosen gefunden, was sonst eigentlich nie passiert. Aber was ich eigentlich damit nur sagen möchte, ist so, ihr müsst nicht versuchen, in Klamotten reinzupassen, die euch zu klein geworden sind. Ihr müsst euren Wert oder ihr dürft euren Wert nicht davon abhängig machen, welche Kleidergröße ihr tragt. So, bestes Beispiel, gerade wenn ihr Hosen kauft, die fallen immer so unterschiedlich aus. Von kann teilweise passt man in eine XS rein und im nächsten Moment muss man aber eine L oder XL tragen. Und ja, deswegen Größen sagen überhaupt gar nichts über euren Wert aus, genauso wenig wie euer Gewicht. Und was zählt, ist, dass ihr gesund seid. Und bei mir ist es auch so, seitdem ich mein Setpoint-Gewicht erreicht habe, ich bin einfach ein Strahlemensch. Ich bin wieder mit mir im Reinen, ich habe wieder Spaß und ich interessiere mich nicht ansatzweise dafür, wie viel ich wiege. So, ja, natürlich habe ich mal Tage, wo ich vielleicht ein bisschen mit meinem Körper struggle, aber das ist normal, das hat jeder. Das ist einfach menschlich. Und seitdem ich mir Klamotten gekauft habe, die mir jetzt passen, die zu meinem jetzigen Körpertyp auch, ja, einfach zu meinem jetzigen Körpertyp besser passen, die mir besser stehen und meiner Figur mehr schmeicheln, ist mein Selbstbewusstsein auch nochmal so krass gestiegen. Und ich habe allgemein halt eine ganz andere Ausstrahlung, weil ich mich einfach mittlerweile akzeptiert habe. Und deswegen möchte ich hier einfach nochmal den Reminder an euch rausschicken, wenn ihr jetzt gerade an diesem Punkt seid, wo euch alte Klamotten zu klein werden und ihr vielleicht auch so denkt, okay, vielleicht passe ich da irgendwann mal wieder rein. Nein, ihr werdet da nicht wieder reinpassen so. Das war ein Gewicht, was für euch ungesund war, was ihr mit einem gesunden Essverhalten nicht halten konntet. Und dann gibt es auch keinen Grund, an diesen Klamotten festzuhalten. Ja. Verkauft die Klamotten, mistet sie aus, wie auch immer, und kauft euch einfach neue, in denen ihr euch wohlfühlt, die zu eurem jetzigen Körper passen. Und da auch nochmal gleichzeitig der Reminder so, ja, ich habe zum Beispiel das Gewicht, was ich jetzt vor meiner Essstörung damals hatte, aber ich habe einen komplett anderen Körperbau und das dürft ihr halt auch nicht vergessen, weil ich dazu auch manchmal Fragen bekomme, so, ja, wird mein Körper wieder so aussehen wie vor der Magersucht oder werde ich dicker sein? All solche Fragen, so, das wisst ihr gar nicht, weil ihr wart wahrscheinlich Jahre in der Essstörung gefangen und in der Zeit seid ihr auch älter geworden. Das heißt, euer Körper verändert sich sowieso. Ihr seid vielleicht kurviger geworden. Ihr setzt vielleicht jetzt auch Fett an anderen Stellen an wie vorher und das ist okay. So, dafür braucht ihr euch nicht schämen, sondern das ist auch was Schönes. Und ja, das wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz mit euch teilen. Ansonsten habe ich jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, gar nichts Spannendes zu berichten oder so, weil ich einfach nur müde bin. Und ja, mein Tag ist heute nicht spannend und ich hatte erst überlegt, ob ich das Video verschiebe. Aber andererseits sage ich so, ey, ist auch mal super, wenn ihr einfach einen realistischen Einblick bekommt, wie mein Tag aussieht an einem Tag, wo ich halt einfach zero Energie habe. Und ja. Der sieht genauso aus, dass ich quasi nichts tue und ich esse genauso viel wie sonst auch. Also hier nochmal Reminder, es ist okay, nichts zu tun. Ihr dürft trotzdem genauso viel essen wie sonst auch. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann später wieder bei euch. Ich komme gerade vom Einkaufen zurück. Ich war eben nur ganz kurz beim Rewe, weil ich fürs Abendessen noch Tiefkühlgemüse brauchte. Und oh mein Gott, Leute, made my day. Es war City Minis im Angebot. Ich habe mich so gefreut, weil nachdem ich die neu mit euch probiert habe, ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie im Angebot sind, damit ich mir die kaufen kann. Weil die sind regulär schon relativ teuer. Also ja, made my day. Habe mich wirklich so happy gemacht. Genau, ich werde mir zum Abendessen mal wieder Ofengemüse machen. Aber ich werde was Neues ausprobieren. Und zwar statt mit Öl, ich mache das jetzt so, dass ich Öl und Gewürze quasi mit den Kartoffeln und den Ofengemüse mixe. Und ich habe noch ein offenes Pesto. Deswegen dachte ich, probiere ich das einfach mal mit dem Pesto aus. Das ist ein Basilikum-Zucchini-Pesto. Und ich fand das in der Pasta oder mit der Pasta richtig lecker. Deswegen dachte ich, kann das vielleicht auch mit den Kartoffeln und den Ofengemüse gut schmecken. Genau, ich werde jetzt aber erstmal schnell meine Einkäufe wegräumen. Es wird nicht viel. Deswegen zeige ich euch die jetzt auch nicht. Und dann werde ich mir mein Ofengemüse machen. Zeige euch den Mix noch einmal, bevor es quasi in den Ofen geht. Genau. Und so sieht das Ofengemüse jetzt aus, bevor es quasi in den Ofen geht. Ich muss sagen, das sieht mit dem Pesto richtig nice aus. Ich bin wirklich gespannt, wie das schmeckt. Und genau, das geht jetzt erstmal so für 35 bis 40 Minuten circa in den Ofen.
Und das ist jetzt meine fertige Bowl. Ich habe wie immer diese Knobi, Mayo, was auch immer genau das ist, oben drauf gegeben. Und genau, das werde ich mir jetzt schmecken lassen und euch anschließend auf jeden Fall ein Feedback geben, wie das Ganze mit Pesto schmeckt. So, ich habe mittlerweile aufgegessen und ich muss sagen, ich fand es echt richtig, richtig lecker. Also gerade wenn man vielleicht mit Gewürzen nicht so gut umgehen kann und das nicht so gut einschätzen kann, ist es eine große Empfehlung, das Ganze einfach mal mit Pesto auszuprobieren. Ich fand die Kombi so gut. Und übrigens auch nur noch mal so ein kleiner Reminder, ne? Also ich nehme mir diese Soße immer mit zum Tisch quasi, weil das, was ich oben drauf gebe, das reicht mir definitiv nicht. Genau, ich hatte auch gerade schon Nachtisch. Ich hatte noch diesen High-Protein-Vanillemousse von der Aldi-Eigenmarke und ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch gerade gar nicht zu sagen. Aber hier auch nochmal ganz kurz der Reminder, so, ich zeige euch nicht immer alles, was ich esse. Also ich hatte von den Keksen vorhin noch zwei und ich snack meistens irgendwie, oder ich habe in dem Fall auch wieder noch ein paar Himbeeren gesnackt und ja, deswegen wie immer auch der Disclaimer und ja. So viel noch dazu. Ansonsten habe ich heute Nachmittag wirklich nichts gemacht, außer im Bett rumgelegen. Mir geht es mittlerweile auch besser. Ich muss sagen, ich bin immer noch sehr müde. Das hängt aber damit zusammen, dass ich seit einer Woche sehr schlecht schlafe. Ja, ich denke, ich bin morgen wieder fit. Ich hoffe es einfach dadurch, dass ich jetzt den ruhigen Tag gemacht habe. Hoffe ich, dass mein Immunsystem so ein bisschen Energie hatte, um quasi, ja, gegen die Viren, die in mir drin sind, quasi anzukämpfen. Meine Haare sind schon wieder komplett durcheinander. Egal, wir ignorieren das einfach. Ja. Ich werde mich jetzt, glaube ich, erstmal wieder ins Bett legen, mein Buch weiterlesen und melde mich dann auf jeden Fall später nochmal bei euch, wenn ich das nächste Mal was esse. Ich habe mir gerade noch eine Scheibe Toast mit Butter gemacht. Frag mich, hatte ich einfach Bock drauf. Ja, so viel dazu. So, wir haben es mittlerweile 9:15 und ja, ich habe quasi zwischendurch nochmal das Toast gesnackt, was ich euch gezeigt habe und ich mache mir jetzt gleich noch eine Quarkbowl mit, wie nenne ich das denn, Zimtapfel und Zinniminis. Ich werde da jetzt mal was Neues ausprobieren. Ich habe quasi noch einen halben Apfel, den habe ich, oder den gebe ich jetzt gleich, also ich habe den schon klein geschnitten, den habe ich schon mit Zimt vermengt und das gebe ich jetzt gleich in die Mikrowelle, damit der Apfel schön weich wird und warm ist. Und das kommt dann quasi auf meine Quarkbowl und dann kommen da noch Zinniminis zu. Ich glaube, das wird so lecker schmecken. Genau, aber ich wollte mich ja natürlich noch gerne trotzdem persönlich bei euch verabschieden. Ja, heute ist so ein Video, wo ich mal wieder so nicht ganz so zufrieden mit dem Endergebnis bin, aber das ist okay. So, auch ich bin nicht perfekt und auch ich muss lernen, mir weniger Leistungsdruck zu machen und ja, nicht immer so sehr perfektionistisch zu sein. Und letztendlich ist es ja auch einfach nur ein Ausschnitt aus meinem Leben und das ist jetzt mal wieder so ein super realistischer Tag gewesen, ein super unproduktiver Tag, aber auch unproduktive Tage sind meiner Meinung nach produktive Tage, weil ich halt einfach was Produktives für meinen Körper getan habe und ich ihm einfach die Ruhe gegeben habe, die er gebraucht hat. Mir geht es auch nach wie vor nicht so gut. Also ich habe das Gefühl, ich sehe schon wieder ein bisschen fitter aus. Aber ja, die Kopfschmerzen sind halt immer noch da und ich habe jetzt seit einer Woche, kriege ich irgendwie immer ab so ungefähr 6:30, 7:00, das ist super komisch, irgendwie Übelkeit und Bauchschmerzen und deswegen habe ich auch seit einer Woche die Schlafprobleme, weil ich deswegen auch nachts wach werde und auch nicht einschlafen kann und ich habe wirklich 100% keine Ahnung, wovon das kommt. Ich hatte früher, wäre meine Anorexie über ein Jahr lang eine Magenschleimhautentzündung und ist jetzt nicht direkt eine Magenschleimhautentzündung, aber ich habe so ein paar Symptome, die ich damals auch hatte und damals war das durch Stress ausgelöst und eigentlich bin ich momentan gar nicht so gestresst, aber ich bin super ehrlich zu euch, ich weiß auch, dass ich die letzten Wochen sehr stark an meiner, ja, für mein Coaching, für meine Website gehustelt habe und wirklich jeden Tag gearbeitet habe und dass das vielleicht, ja, für meinen Körper einfach schon wieder zu viel war, so beim Burnout, das heilt halt auch nicht mal ebenso, deswegen habe ich jetzt aber auch seit 2 Wochen eigentlich meine, also seitdem die Website quasi online ist, alles wieder runtergefahren, also bin eigentlich viel entspannter, aber ja, es kann auch an super vielen anderen Dingen liegen, es kann auch mit meinen Hormonen zusammenhängen, weil ich irgendwann in den nächsten Tagen meine Periode bekommen müsste und ja, ihr wisst ja, wie das dann manchmal ist, der Körper, ne? Der spielt ja manchmal ein bisschen verrückt, aber ich versuche halt trotzdem immer sicherzustellen, ja, dass ich ausreichend esse, genügend esse und meinem Körper aber auch genügend Ruhe gebe und genau, ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch noch einen Tee kochen und zeige euch natürlich jetzt gleich auch noch die Quarkbowl.
macht die mit euch zusammen noch fertig. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass das Video euch gefallen hat. Wenn dies der Fall war, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Da würde ich mich wirklich extrem drüber freuen. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall zurück am nächsten Sonntag zu einem neuen Video. Ich sag jetzt schon mal ciao. Aber ich zeige euch jetzt natürlich auch noch meine fertige Quarkburg gleich. So, das ist jetzt mein Quark, den habe ich schon cremig gerührt. Und hier ist jetzt der halbe Apfel, den ich quasi in der Mikrowelle gerade mit dem Zimt gegeben habe. Den geben wir jetzt quasi einfach auf die Bowl, also auf den Quark oben drauf. So. Und dann kommen da jetzt quasi noch Zimt oben drauf. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus, Leute. Oh mein Gott, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, das wird einfach so lecker. Und das werde ich mir auf jeden Fall jetzt noch schmecken lassen. So, wie unschwer zu erkennen, haben wir mittlerweile den nächsten Tag. Es ist auch schon Abend. Aber ich wollte mich noch mal ganz kurz melden und noch was zum gestrigen Tag sagen. Und zwar ging es mir ja gestern nicht ganz so gut. Und ich denke, auch das ist unschwer zu erkennen, dass es mir heute wieder sehr, sehr gut geht. Ich habe auch die Ursache für den Grund... Ursache für den Grund? Die Ursache gefunden, ganz gelegen, so rum. Und zwar, ich habe meine Tage heute bekommen, ich wusste es. Ich habe so krass vermutet, dass es mit meinem Hormon zusammenhing. Bei mir ist es immer so, dass ich so manchmal nur so 2-3 Tage, aber auch manchmal eine komplette Woche vorher, bevor ich meine Tage bekomme, einfach komplett wasted bin. Also mein Immunsystem ist dann immer richtig, richtig geschwächt und deswegen neige ich dann auch sehr schnell dazu, krank zu werden. Und letztes Jahr war es zum Beispiel auch so, dass ich immer bevor ich meine Periode bekommen habe, quasi dann, wenn meine Periode gestartet hat, ich auch wirklich krank war, weil mein Immunsystem halt einfach geschwächt war und mein Immunsystem aber allgemein geschwächt war und ich deswegen nicht genügend Abwehrkräfte hatte und dadurch ja jeden Monat einfach richtig fett erkältet war. Und ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, unabhängig davon, ob ihr eure Tage bekommt, ob ihr krank seid, einfach wenn euer Körper euch Signale sendet, dass ihr Ruhe braucht, dann gebt eurem Körper auch diese Ruhe. Es wird nichts Schlimmes passieren. Ihr müsst deswegen nicht weniger essen, sondern ganz im Gegenteil, euer Körper braucht diese Energie, um genesen zu können, um genügend Abwehrkräfte zu produzieren. Und das wollte ich einfach nur nochmal ganz kurz loswerden, euch einfach nochmal diesen Reminder mit rausschicken, dass es okay ist, sich einfach mal Zeit für sich zu nehmen. Und wenn das mehr als ein Tag ist, dann ist es auch okay, wenn das 2 Tage sind, wenn das eine Woche ist, wenn das 2 Wochen sind. Euer Körper sendet euch diese Signale nicht ohne Grund. Und genau, das wollte ich, wie gesagt, einfach nochmal ganz kurz zum Schluss loswerden. Und dabei belasse ich es jetzt auch. Und ja, wie schon bereits gesagt, gestern, wir sehen uns dann zurück am Sonntag zu einem neuen Video. Ciao!